ungeschlagenen Rekord. Wieso redet er eigentlich immer mit meinem Geschlechtsteil? Ich weiß auch nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie er sich so vor mir runterbeugt. Na, Kleiner? Dutzi, 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 du! Und er singt sich hier so, ui, toll! Was? Wo lang? Ja, okay. Und ich treffe den Baum noch nicht. Oh Gott, Gott. Mein Geländewagen ist leider nicht sonderlich getuned, den habe ich jetzt nicht irgendwie verbessert, also. Mein Ding ist auch nicht sonderlich gut. Ach, Viecher. Viecher? Ja, immer diese Hirsche auf der Straße, die machen. Ich weiß nicht, ob die wirklich solche Geräusche machen. Schreibst du mal in die Kommentare, aber ich hab noch nie. Ich hab, seltsamerweise, welches Spiel waren das letztens noch? Ich hab ein anderes Spiel gespielt, wo es auch solche so Hirsche gibt. Die haben die gleichen Geräusche gemacht. Ach, also nur so Arsch. Ach, scheiße. Tatsächlich. Ich fahr ein bisschen links hoch, ein bisschen rechts hoch. So, hier mal gucken, was ist denn hier oben noch? Aber so Elche pfeifen nicht. Ich könnte schwören, dass Elche nicht pfeifen. Ich weiß auch nicht, was das denn ist. Es sind ja, glaube ich, auch nur die Hirsche, die ja, die Hirsche machen. Die Elche bei mir machen. Genau. Wobei sie das Auto. Nein! Jetzt bin ich wegen dir auch in den Baum gefahren. Sah das schön aus. Ach, oh, das ist aber schön mit der Brücke da oben. Es ist eine voll hübsche Gegend hier. Das erinnert mich ein bisschen an hier Outdoor-Leben von Sims 4. Das hat auch so ein bisschen den Style bekommen. Den Style. Style, ja. Das ist ganz gut dabei, was die Zeit angeht, ne? Ja, das sieht ja ganz nice aus hier. Es sieht ganz gut aus, ey. Wir müssen auch eine Weile fahren. Ich quatsche den Menschen gerade voll rein, aber mir egal. Erzählt mir nichts los. Ah, scheiße. Das ist auch gut. Einmal kurz den Baum gebumst. Nee, du überholst mich nicht! Scheiße, du überholst mich doch! Krieg dich. Komm, komm, komm! Nein, ich will dich berühren! Ich will dich berühren! Bitte komm! Das wäre so schön! Oh, das ist so gemein! Ah, jetzt muss ich bremsen! Oh, jetzt hätte ich fast berührt! Scheiße, jetzt habe ich es noch nicht getroffen! Das sah so gut aus! Oh, schön! Krieg dich, warte, ich krieg dich noch! Ganzen ausgehöhlten Bäume hier. Oh, hübsch. Ja. Ja. Ich fahre gerade so scheiße, ey. So. Ich bin schon lange nicht mehr den Geländewagen gefahren und der bremst so gar nicht. Ich muss unbedingt die Bremsen verbessern bei dem. Mein BMW, weißt du, brauchst du die Bremsen angucken, dann reagiert der schon, dann steht er quasi sofort. Brrr. Und der hier so, nee, da musst du aber länger drauf drücken. Dann steht der quasi sofort. Ja, bei dem ist das nicht so schnell. Da muss ich voll lange auf der Bremse rumrubbeln, damit der mal steht. Ja. Muss erstmal warm gerubbelt werden. Das war voll professionelles. Menschen, Vorsicht! Oh Gott, die bleiben einfach ganz chill sitzen. Ich bin mit 2 Millimeter bei denen an die vorbeigeschrammt. Ja, das wussten die natürlich. Das waren alles Hellseher. Die haben das in der Nacht vorher geträumt und dann war dem das vollkommen klar. Wir können sitzen bleiben. Das sind so ganz coole Action-Stars. Ja, das weißt du so. Hey Edgar, ist das Auto aus unserem Traum? Ja, Waldemar. Ich glaube, wir können sitzen bleiben. Bist du dir sicher? Ja, ja. Waren aber keine Rentner, die da saßen. Ich glaube trotzdem, dass es diese Stimmen waren und es die so hießen. Okay. Hundertprozentig. Dann. Ui, es ist ja mal gar nicht so schlecht, was ich hier mache. Doch, es ist schlecht. Es geht. Ich kann mich gerade nicht so recht entscheiden hier. Auf jeden Fall. Es ist auch echt nicht gut, muss ich einfach mal sagen. Ich würde lieber wissen, wie viele Checkpoints und nicht wie viele Kilometer. Hallo! Ja, der Typ hat dich geträumt. Der ist jetzt tot. Wisst ihr, wie aus jetzt hier geblieben? Richtig, der träumt jetzt was ganz anderes. Du. Hallo, Freunde. Ich weiß ja nicht. Es ist so ein bisschen, das kommt mir hier vor wie Kiffhäuser. Das ist auch so ein Gebirge, das ist gar nicht mal so weit. Naja, gut, das ist schon recht weit weg von mir. Aber die Leute fahren da so Auto wie wir. Und da gibt es auch so Rastplätze direkt an der Straße. Du möchtest da nicht sitzen. Und die Motorradfahrer, ey. Also ist irgendwie so völlig normal, dass da zweimal am Tag einer verunglückt. Das ist voll schlimm. Aber wie die da fahren, mega grauenvoll. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, wieso man sowas macht. Also ich verstehe schon, dass man da Spaß dran hat, ne, letzten Endes. Es ist wirklich lebensgefährlich, weil das ist halt wirklich ein echt enges Gebirge. Und da geht es an der Seite halt wirklich einen Steilhang berg runter. Und
Vor allem, es ist halt wirklich alles voll mit Touristen, teilweise auch Ausländern. Du knackst meinen Rekord. Boah, Vincent, wenn das dein Rekord war, dann bist du aber voll die Oberpussy schlechthin. Wie warst du denn bitte Rennfahrer, ey? Guck mal, ich fahre hier überall gegen, baue 1000 Unfälle und knack noch deinen Rekord. Ich knack dich, weißt du, was anderes, Vincent? Du knackst richtig, ey. Gleich wird erstmal richtig geknackt. Ah, ja. Erstmal den Vincent knacken, was? Vincent, sein Rekord. Ja, das weiß ich auch. Übrigens voll gute Deutsch. Ah, danke, liebes Auto. Ich wollte die Kurve genauso nehmen. Ah, guck mal. Das Ziel. Wow. Bam. Okay. Okay. Da unten ist das Ziel. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Alter, es ist Zeit. Ah, ich bin nochmal baden gegangen. Okay. Silber, naja. Kann plus man mit 12 anhalten. Für Bronze. Ist nicht zu fassen, ey. Weißt du hast einen Checkpoint mitgenommen, du kriegst ihn trotzdem nicht angerechnet, das ist so gemein. Also ich weiß nicht, das im Koop fahren ist manchmal so ein kleines bisschen seltsam. Ja. Kriegt ja immer noch seine abgegriffene Sif-Jeans. Gut, Junge. Guck dir mal was Neues. Bist du Chef immer noch killen? Das lohnt sich nicht, glaube ich. Das hat sich nichts geändert. Dann hat den Baum gezeigt. Bäume. Alter, zieh dir mal eine neue Hose an. Das ist genauso wie Stefan Raab, rennt ja auch mal in diesen komischen abgegriffenen Sif-Jeans rum. Ja. Eklig. Wir starten auf Strecken im ganzen Staat, während das Face-Off wütet. Nach den nächsten Runden werden Köpfe rollen. Mhm. Seid besser nicht darunter. Gebt Gas, Boys und Girls, hört ihr? Boys and Girls. Oh, hi. Na? Wo müssen wir dann jetzt als nächstes unsere Köpfe rollen lassen? Aha, da blinkt was. Und zwar Kreislaufkollaps. Wegpunkt setzen, okay. Da kann ich keine Blitzreise starten, aber ich kann in die Nähe reisen. Okay, dann reise ich einfach gleich mal zu dir. Wo ist denn das eigentlich? Das da? Oh. Eine ganz beschissene Strecke. Muss ich jetzt drehen. Es geht weiter. Jo, das nächste Rennen steht bevor. Ja, Schiff, laber mich nicht voll. Ja, ich hab das schon mitbekommen. Ja, ja, ich komme mit meiner schnellsten Kiste. Und danach zerren wir Schiff in die Kiste. Was? Was? Bitte? Mit dem I. Wieso ist doch Alex? Der steht doch auf sowas. Also, ja, stimmt. Der hat ja auch vorher Corburn und weißt du? Ne? Ja, stimmt. Also erst den einen Geschäftspartner, so den dann den Alex. Ja, und dann... Wobei, der Corburn, also ich meine, egal wie der jetzt nur aussah, aber der hat ja eine gute Stimme gehabt, du. Also, das ist kein Problem. Ja. Machst einfach die Augen zu. Ich fahr jetzt einfach mal quer durch, ne? Mach das. Ich fahr jetzt auf der Straße. Und hier. Hallo. Ich bin da. Soll ich starten, oder wer? Ja, ja. Hier, Crew-Koop hier, geht los. Yo. Steil, sag ich dir. Geh richtig steil los jetzt. Los, Kevin, du schaffst das. Rennenfahrzeug. Ui. Mann, wieso jedes Mal nicht ui sage, muss ich mich zusammenreißen, nicht noch ein Toll hinterher zu sagen. Okay, du? Das könnte witzig werden. Du hast mich rausgeholt? Nach dieser ganzen Sache im Mittleren Westen? Troy, dann sind wir wohl nun quitt. Davon sind wir noch weit entfernt, Mann. Aber, cool, noch einen, den wir ins Bett ziehen können. Geil. Yeah, ey, wir können eine richtige Pyjama-Party feiern. Oh ja, und dann gucken wir irgendwie so was, ja, mit so Barbies Dream Castle. Weißt du, oder irgendwie so was Schönes gucken dann. Okay, hier sind Kurven und so. Das ist ja eine richtige Rennstrecke. Weg da. Das ist ungewohnt, ne? Ja. Vor allen Dingen endlich mal netter Asphalt und so, nicht so Drecksasphalt. Muss ich mich jetzt auch erst dran gewöhnen. Ja, die sind mich hier ständig am Rammen, alle. Die brüllen mich immer alle an, mach schon hin, mach mal und so. Ich fahr doch schon, mehr kann ich doch auch nicht. Bremst, glaube ich, immer zu stark runter. Ich glaube, ich auch. Aber sonst komme ich auch nicht um die Kurve. Was ist das? Oh, ups. Was ist das? Alles gut. Kein Problem, die Reifen habe ich da platziert. Hallo. Wow. Danke.
Wollte dann zur Seite geschleudert. Hab ich gesehen. Ja, dann fahren die da vorne jetzt wenigstens wieder langsam. Oh, shit. Tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Okay, also, merke. Gott. Ich verliere ständig die Kontrolle über den Wagen. Ist noch nicht so gut hier. Weg da, du Sau. Also, ich rede nicht mit dir, das ist klar. Weg da, du Schwein. Esche, du dreckige Kuh. Durch Rennen bin ich mit dem Wagen noch nicht gefahren, das kann ich schlecht einschätzen. Nee, es reicht nicht nur vom Gas runterzugehen, ich muss schon bremsen, aber ich darf nicht so krass runterbremsen. Oder vielleicht auch doch. Ach, Kacke, da muss ich genau hier hin. Geh weg, so. Danke. Erinnert mich an Traumschiff Surprise, komm her, du Schwein. Ich kann einfach die Kurve nicht nehmen. Ich nehme die einfach riesengroßen Bogen. Das muss ich noch üben hier. Ab. Letzte Runde. Oh nein. Letzte Runde? Ernsthaft? Scheiße. Hallo. Oh. Alles gut. Nichts passiert. Wo kommst du denn plötzlich her, ey? Also, damit ein Mann richtig glänzen kann, braucht es die passende Motivation. Motivation, ne? Ich hab, ich hab schon wieder Kontrolle über meinen Wagen verloren. Die Stimme von dem macht einen so richtig aggressiv. Scheiße, nein. Nein, wieso denn jetzt so eine Drehung? Ey, das kann doch nicht sein, ey. Ich krieg die Alter, ey, das ist doch wohl nicht wahr. An dem Rennen stand leicht dran. Mich leicht verarscht. Schon wieder nicht, warum? Ach so, weil mein Wagen kurz fliegt. Natürlich, dann kann ich auch nicht bremsen, weil ich habe ja keinen Kontakt zum Boden und so. Verstehe. Jetzt habe ich die letzte Chance, den zu überholen. Geht weg. Geht alle weg. Oh Gott. Sieht gut aus. Hast du es echt nur als Erste durchgekommen? Ja. So eine Scheiße, ey. Und dass ich mich diese Kackdrehung da vorne, das ist einfach nicht zu fassen, ey. Ich hab Troy gerade noch festgerammt und dann. Festgerammt? Ja, in die Wand gebohrt habe ich den. Sehr gut. Bronze. Ja, ne, egal. Okay. Minus 48. Ach, okay, nehme ich nicht das Teil. Fahr ich irgendwann mal. Ja. Ach ja. Ist schön bunt alles da. Bist du raus, oh, Polizei. So gerade. Dürfen wieder wegfahren, wie es aussieht. Jungs erwischt, aber nicht Troy. Das nee, hart. Doch nicht. Müssen wir nicht flüchten? Ja, alles gut. Das hier hören, ihr seid ausgeschieden aus dem Face-Off. Ihr wart nicht gut genug, werdet es nie sein und eure Anwesenheit macht dich krank. Alter, die Stimme ist so schlimm. Ist so schlimm, der Kerl ist so schlimm. Ihr seid die ersten 20. Mein Kompliment. Schönen Gruß an den Bruder, der meinen Kumpel Troy aus dem Bus geholt hat. Das ist die Klasse, nach der ich suche. Ein Schnitt und ihr seid 5. Ein paar Runden und wir krönen den Prinzen. Prinzen? Ey, der redet so doppeldeutig ganz. Oh, guck mal, ja. Die Kurven, die wir fahren, sehen aus wie so ein. Die Karte. Was so, geht, was als nächstes müssen wir jetzt dahin Wegpunkt setzen? Wo müssen wir hin? Hab einen Wegpunkt gesetzt. Ja, gut, dann fahr ich da mal hin, ne? Kann man auch sich hin teleportieren, so ein Stückchen schneller hin oder was? Ich weiß nicht, ich hab das auf jeden Fall noch nicht. Weil ich bin hier noch nie lang gefahren. Oi. Ich kann, glaube ich, hier hinten eine Blitzreise machen. Ja, also das Auto und ich, wir haben so ein paar Probleme miteinander. Ist das so? Ist ja nicht nett. Oh oh. Alles gut. In welchen fernen Ländern sind wir denn jetzt gewesen? Allah Akbar! Was? Ja, ich habe gerade. Ich habe gerade so ein. Funk. Aus Versehen ein bisschen Weintrauben gepflückt.
Oh, Weintrauben. Mm. Ich bin einfach durch so ein Weintraubenfeld durchgebrettert. Gott, alle Weinreben mit abgesemmelt. Ist immer blöd, wenn man mit 300 auf der falschen Straßenseite fährt. Und dann kommt dir plötzlich so ein Auto entgegen. Wie kann es das nur wagen? Echt, hey. Eine blöde Kuh. Was? Das war eine Kuh? Also wenn Kühe am Auto sind, nee, dann würde ich mal aufhören zu trinken. Du. Ist schon der Typ hier voll? Schon wieder? Der das Schiff nicht einmal die Fresse halten kann. Ja, ne? Der ist total aufmerksamkeitsgeil. Der hat bestimmt auch Facebook und Twitter und der ist auf Tumblr und... Der sitzt den ganzen Tag ganz nervös mit seinem Handy in der Hand und wartet darauf, damit, dass es wie so ein kleines Kind das erste Mal verliebt ist, weißt du? Ja. Oh, kann ich jetzt schon wieder anrufen oder ist es denn zu aufdringlich? Hm, vielleicht jetzt noch nicht. Warte mal, ich stelle mir mal einen Timer. Alle 2 Stunden darf ich einmal anrufen. Damit man weiterhin als cool gilt, weißt du? Ja, richtig, damit das nicht so, damit nicht gleich jeder merkt, so, dass man total abhängig ist. Und ja, genau. Schon, komm schon. Wieso war das nicht Platin? Ich hab Gold so lang Kilometer weit hinter mich gelassen. Solche Daten? Oh, ja, mach mal. Frustriert. Bäume! Alles gut. So. Was, ja. Oh Gott. Unsere Lieblingsautos. Warum? Ich weiß nicht. Vor allem überall Bäume, weil ich das richtig gesehen habe. Ein Flieger aus Nevada musste Ladung abwerfen. Aber schön war es da. Egal, selbst wenn ich nur Bronze mache. Ja. Tito, plus 3 kriege ich. Ich will nicht wieder Ware einsammeln. Ich will nicht Ware einsammeln. Los. Napa Valley. It's over 9000. Ich will aber nicht. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kriegen mindestens großes Metall. Das ist ziemlich offen. Pass auf, hier kann es Cops, Schlangen, einfach alles geben. Ja, eine Schlange im Auto, da will ich auch so viel große Angst haben, wenn ich die Schlange auf der Straße sehe, wenn ich gleich schreiend aus dem Auto springen. Ist klar. Natürlich, sicher doch.